Agreement for Play. Danke, 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 danke an die North Falls Con. Die North Falls Con, 21. bis 23. September 2018. Ich habe soeben eine Anfrage bekommen, um dort zu drehen. Ja, hört sich alles gut an. Ja? So, danke, danke, danke. Ob ich es schaffe, weiß ich nicht. Nürnberg, eben hindüsen, dort zu drehen, müssen wir reden. Werde ich auch reden. Ich habe, wie gesagt, gerade die Anfrage hier bekommen. North Falls Con, 21. 23. September 2018. Wer mich da jetzt kontaktiert hat, weiß ich nicht. Der Veranstalter ist in Nürnberg. Ja, schauen wir mal. Ist also eine Star Wars Geschichte. Und ich mag ja Star Wars. Und ich habe heute einen Videoclip hier online wegen 41 Jahre Star Wars, Erinnerung an George Lucas, der Anthropologie studierte 10 Jahre davor, dann anfing mit einer Kamera zu arbeiten und wir wissen, was daraus entstanden sind. Die obligatorische Legende von 14 Seiten stimmt, der hat 14 Seiten konzipiert, wollte einen ganzen Film machen, hat 8 Millionen bekommen, nach sehr langer Arbeit, nach sehr langer Überzeugungsarbeit, hat er 8 Millionen bekommen, mit 8 Millionen hat er dann die sogenannte Geschichte ins Leben gerufen. Und dann hat es ja so langsam, aber wirklich langsam, viele haben mitgemacht, viele haben die Monologe, Dialoge, Prologe total umgeschrieben. Die haben Leia mit Han Solo die Dialoge der beiden halt witzig, spritzig zusammengefasst. Es hat ja wunderbar hingehauen. Heute, ich war 30 Jahre involviert bei LucasArts. Ich gehörte einer Agentur an, die dann uns irgendwo hingeschickt, wir waren ja selbstständig, so wie jetzt auch, könnte es nicht mal was machen, weil zum Beispiel North Falls Con, die Gruppe, sind ja seit 10 Jahren dabei, eigenständige Filme zu drehen. Es ist alles nicht so einfach, meiner einer dreht ja auch täglich Foto, Filme und was weiß ich nicht alles. Und wie gesagt, darf es nicht zeigen und deswegen versuchte ich persönlich auch mal was auf die Reihe zu bringen, ist aber nicht möglich, weil ich kann ja nicht alles bezahlen, ich habe auch keinen Sponsor. Ja, ich bekomme keinen, der mir mal eben 8 Millionen auf den Tisch legt, leg los, mach! Ne? Und ich habe auch keine Zeit, jetzt hier von jedem Studio oder keine Ahnung, wo ich überall rumreiten müsste, um meine Idee da zu verbreiten, eines Fanfilms heutzutage. Also damals vielleicht, hätte es geklappt, ja doch, also 77, 78, 79, 80 oder so, 89, 99, hätte es sicherlich irgendwie bis dahin hätte es geklappt, nach 2000, nach 2002 und jetzt aus World Wide Web ist Internet das Internet geworden, kaum noch User, einfach nur Anwender, einfach nur Facebooker, keine Ahnung, wie die heute alle geheißen werden. Star Wars ist jetzt Disney und Disney macht jetzt wunderbare Sachen. Das Reale geht voran, Resistance geht voran, Resistance kommt am 13. Oktober bei Disney DX in Europa. Ja? Also wer Disney Bezahlfernsehen hat schon, kann dann am 13. September in Deutsch bei Disney XD Resistance sich anschauen mit dem sogenannten Kinator oder wie der da heißt. Ich habe den Namen noch nicht so eruiert. Also jedenfalls mit dem Flieger, der da den Auftrag bekommt, soll 7 Monate bevor, die drehen dann 7 Monate bevor Kylo Ren da loslegt in Teil 7. Und wie gesagt, E8-E9, was dann 2019 auch ins Kino kommt, spielt ja dann 7 Jahre danach, nach 8. Also wir müssen uns jetzt aber überraschen lassen, dass die, wie gesagt, diesen Fauxpas 8, Episode 8 doch wirklich ausradieren, neu gestalten. Wie gesagt, Leia wird auch bei Resistance sein, wird zwar von einer anderen Frau synchronisiert, vielleicht kriegt sie die Stimme irgendwie hin, aber das ist im Amerikanischen. Das heißt also, dass diese Leia auch hier in Deutsch, wenn die Dame noch da ist, die die Stimme der Leia geliehen hat, dann hier auch, dann hätten wir es. Also dann würde dort bei Resistance Leia schon mal etwas noch länger leben. Dann würde sicherlich auch passen, wenn es passt, weil sie ist ja nun mal da, der General, der da los ist. An sich müsste sie ja Leia
Solo heißen, weil sie ist verheiratet, warum so Organa weiterhin bleibt, okay, jeder hat einen Künstlernamen, sag ich mal, und dann hört sich dann vielleicht besser an, General Leia Organa, anstatt Leia Solo, ja, oder weil Han Solo ja halt so ein Lustikus ist und dauernd verschwindet, ist das so, er war ja auch eine Art General, ne, General Han Solo, ja, und reduzierte sich selbst immer als Captain des Falken und hat nachher diesen anderen Frachter da gehabt bei 8, wo er da halt alles am Schmuggeln war, wie immer. So, er ist nochmal, was er ist und bleibt, das haben wir durch Han Solo den Film gesehen, was uns auch gut gefallen hat. Auch im September, heute in 4 Wochen, kann man Han Solo auf DVD, Datenträger, Blu-ray und 4K erhalten. Steelbooks, 3D und so weiter. Macht also Spaß auch zu schauen. Dann, wie gesagt, im Oktober am 13. kann man dann auf XD Resistance schon mal schauen. Man ist also schon mal im Fluss. Wer Star Wars so mag, wie wir es mögen oder wie ich es mag, alles, wo Star Wars draufsteht, schaue ich rein. Und wenn es mir gefällt, nehme ich es mit. Wenn es mir nicht gefällt, schaue ich trotzdem rein oder lege es zur Seite. Bis jetzt habe ich Rebel zum Beispiel alle 3 Staffeln zur Seite gelegt, weil ich warte auf die 4. und dann schaue ich es mir bis zum Ende an. Mache ich mit allen Serien so, ob die bei Netflix laufen, Amazon laufen oder bei anderen Stream-Einheiten. Ich gucke die Serie wirklich durch. Ja, wirklich durch. Big Bang Theory habe ich zum Beispiel über einen Monat gebraucht, durch diese ganzen 10 Staffeln zu kommen, also jeden Tag gesehen und dann am Wochenende so weit gesehen, bis es also rund gelaufen ist. So, jetzt bin ich an Staffel 11 interessiert, kostet aber noch, da warte ich, bis die freigeschaltet wird. Und dann warte ich auf 12, weil die sind hier nämlich kräftig am Drehen, die 12. Staffel. Shelton als Jugendlicher, das gefällt mir jetzt nicht, das hängt jetzt mit meinem Alter zusammen, so ein kleiner Junge da, irgendwie ist er nicht so spaßig. Er zieht sich so Handschuhe an beim Essen und nee. Und sie spielt da eine auf Jesus Christus und der Ehemann da macht da seine Sachen. Also das ist jetzt nicht so meine Welt. Big Bang so macht Spaß. Die Wissenschaftler zeigen halt, dass sie wissenschaftlich gut drauf sind, aber weltorganisationsmäßig nicht gerade. So, was haben wir denn noch? Also wie gesagt, die Realgeschichte läuft gerade. Die sind da schon am Designen und so weiter. Ja, was haben und wie gesagt, Resistance läuft auch. Ja. Und jetzt muss ich wieder cutten, weil jetzt kommen wieder Kunden. Ne? Das ist ja hier die Cut-Video-Geschichte. Oder? Ja, doch. Wie gesagt, danke, danke, danke für North Force Con im September. Aber ob ich da erst nach Nürnberg, um dort zu filmen, dort zu drehen, ohne Genehmigung, ich weiß nicht. Da müsste ich da die Organisation anrufen oder anschreiben und dann wieder, wie die Presse nun mal so ist, Eintritt zahlen und so und dann wirklich die Genehmigung haben, mit Schildchen um den Hals, um dort filmen zu dürfen. So, jetzt aber. Ne? Bis später. So, heute in den 41 Jahren, wo ich 30 Jahre involviert in LucasArts, LucasFilm und heute, wie gesagt, 41 Jahre Lucas, beziehungsweise George Lucas, der 10 Jahre davor schon als Student nichts mit Film zu tun, sondern reingeschlittert und dann mit seinen ersten 8 Millionen Zuwendungen das Ganze auf den Weg gebracht. Natürlich nicht alleine, mit sehr vielen anderen, die Monologe, Dialoge, Prologe verändert, zusätzlich zugeschnitten und so weiter. Aus einem einzigen Film wurde ein Dreiteiler. Aus dem Dreiteiler wurden 9 Teiler, der 9. kommt ja heute in 500 Tagen ins Kino. Worauf möchte ich hinaus? Wunderschönes Wetter, man hat auf eine Art den Sommer genossen und Rebels zum Abschluss gebracht. Jetzt weiß man, dass in 2 Monaten Resistance kommt oder Resistance kommt, dass sogar Leia dabei sein wird und so weiter. Und wenn die Synchronstimme von Leia auch bei Resistance arbeitet, haben wir doch was Wunderbares. So, meiner einer, der so 60, also 41 Jahre dabei ist, als ja, einer, der begeistert oder einer, der sagt, das gefällt mir, freut sich sehr auf Resistance, freut sich auch sehr, dass er Rebels bald kaufen kann, freut sich auch, dass er Han Solo bald kaufen kann.
als Datenträger. Meiner einer ist an sich mehr Datenträger. Die Figuren ist wie gesagt Handel und ich freue mich immer, ich habe ja vier, die diesbezüglich immer einkaufen. Jetzt habe ich einen, der, dort hängen die Sachen, er schon zusätzlich bestellt und die morgen oder übermorgen abholt, plus einer zusätzlichen Ware, die er da gerne haben möchte. So, einige haben ihre Vorstellungen und möchten aus 1333, aus Old Republic, aus Hollywood-Spielfilme, da kommt man ja leicht dran, und natürlich die Sammler, die nur Vintage oder Kenner haben möchten. Das ist an sich Star Wars. Für mich persönlich ist Star Wars nur Film. Egal was, Zeichentrick, Destiny, Rebels, Resistance und so weiter, soll auch anders ausgesprochen werden. Lass uns mal überraschen, ist schon nicht mehr lang, 2 Monate, also 60 Tage auf Disney XD werde ich mir das anschauen. Am 13. Oktober kommt also Resistance hier in Europa auf Channel Disney XD. Also schaue ich mir an und dann später, wie spät weiß man nicht, kommt es natürlich dann auf Disney Channel. So. Aber wir wissen, dass bei Disney manchmal auch bei YouTube ausgestrahlt wird. Also da kann man auch. Ihr habt da auch so schon einige Sachen von Rebels 4. Staffel sehen können. Es gibt auch andere Möglichkeiten, um da einzutauchen. So, jeden Samstag wurden ja 4 Staffeln, also 4 Clips oder 4, weil es so wenig ist. Also 4 minutiös zu einem Bündel gezeigt. So. Die Staffel 4 ist somit dann auch abgehandelt, ist leider zu Ende. Rebels gibt es dann, wie gesagt, bald auf Datenträger, da warte ich natürlich drauf. Es ist traurig, dass natürlich, auf eine Art ist es richtig, aber trotzdem traurig, dass nur immer in Amerika, da wo das Produkt halt zu Hause ist, dort abgehandelt wird. Und wenn man Glück hat, in den Stores, Disney Stores, wie Paris etc., dass man da natürlich alles kompakt bekommen kann. Und online auch nicht. Wenn man online recherchiert, gibt es das meistens nur vor Ort. Ja? Auch Amazon bietet nichts an. Auch Amazon bietet, wie gesagt, nicht die Sache an. Das ist natürlich traurig, weil wenn man Fan ist, möchte man das gerne haben. So, ich freue mich natürlich auch, dass der Falke irgendwann zusammengebaut werden kann. Dass man jetzt schon an die 50 Beutel hat. Man braucht also nochmal 50 Beutel, das sind nochmal 600 Euro. Dann hat man 100 Beutel für 1200 Euro und dann kann man endlich loslegen. Viele haben ja schon bei YouTube gesehen, wie der Falke aussieht, wie man ihn mit der Fernbedienung dann rauf, runter, dann die Sprachen und das alles. Dann, wenn er fertig ist, muss man gucken, ob man an dem Maßstab diese Figuren irgendwie bekommt, dass man die da vielleicht einsetzen kann, damit der noch mehr Flair bekommt, der Falken. Der X-Wing, da gibt es schon Zusätze, also der X-Wing kann richtig aufgemotzt werden mit Zusatzteilen, auch Figuren. Also sind schon oder werden schon schöne Eye-Catcher fürs Fenster werden. Ich hoffe, dass man mit Star Wars Figuren irgendwie was Schönes noch machen kann, dass die Leute Interesse wieder haben auf Star Wars. Hier, wie gesagt, im Moment hat da keiner irgendwie Interesse auf Star Wars. Das ist leider so. Und ich schaue gerade hier noch, dass, wie gesagt, auch die Politiker heute Gamescom und Nikicom aus Nürnberg. Finde ich super toll, dass sie mich gefragt haben, ob ich Interesse habe, dort zu drehen, zu filmen und eine schöne Geschichte rauszumachen. Aber wie gesagt, nach Nürnberg fahren, was soll man dafür nehmen? Für so einen Tag dort zu drehen, zu arbeiten, den Film herzustellen und dann zu zeigen. Ohne Lizenzauftrag geht es nicht. Ja, weil dann hat man nur Ärger, man hat da irgendwas gedreht, dann gefällt dem dies oder jedes nicht. Wenn man aber die Lizenz dazu hat, unter Lizenz arbeiten kann, kann nichts passieren. Also auf Hobbyart geht nicht. Also aus Hobbyart fahre ich hier nicht raus. Ja, ich gucke mir gerade hier die ganzen Star Wars Fans an, die da viele Sachen nachbauen, was ich super toll finde, es auch nutzen in ihrem Verein. Leider ist es Dortmund. Hier in Stadt Essen habe ich noch keinen Verein entdecken können. Klappt auch nicht.
Wie gesagt, ich versuche es ja. Ich habe ja viele Objekte hier stehen als Eyecatch. Mehr als bitte vorhin höre ich nicht. Wie gesagt, die vier, die wissen. Der eine holt es, wie gesagt, als Wertanlage, der andere aus Liebhaberei, weil er bei einem Thema ist. Die anderen halt so als Geschenk. So, lang genug wieder geredet hier in my special Video Clip. Ich begrüße euch jedes Mal recht herzlich bei der Film- und Fotoproduktion. Wie gesagt, jetzt heute ist wirklich mal ein richtiges Sommerloch. Heute soll ja der letzte heiße Tag gewesen sein. Deswegen scheint das auch wohl so. Alle sind überall. Ja. Ist kaum einer da. Früher waren mehr da. Es kann sein, nächste Woche ist Ferienende. Ja. Ferien ist zu Ende, dann kommt schon der September. Kann sein, dass hier mehr los ist. Wir arbeiten natürlich noch an dieser September-Geschichte, weil wir jetzt viel Informationen haben über Real. Läuft gerade wirklich. Real Star Wars sind wirklich in der Mache. Resistance ist in der Mache. Also kommt ja alles jetzt. Es macht ja wieder Spaß, mit Star Wars sich auseinanderzusetzen. Wenn man zu alt ist, okay. Wenn man zu alt ist, kann man nur bei 4, 5 und 6 kleben bleiben. Man hat sich nicht mitentwickelt. Wir haben uns mitentwickelt. Ich erst recht. Mit Star Wars mitentwickelt. Wie gesagt, Lucas Art gibt es nicht mehr. Old Republic sind wir nicht zu Hause. 1333 sind wir auch nicht zu Hause. Wir sind an sich da zu Hause, wo Hollywood nun mal ist. 1 bis 9 und später halt. Ja, richtig, man hört nichts mehr von Johnson. Man hat auch in gewissen Zeitungen gelesen, dass da diese Art von Trilogie nicht kommt. Also wir sind jetzt erstmal bei 9, dann Real und dann bei Resistance. Und bei Resistance kommt, wie gesagt, auch Lea. Und da kommen auch alle. Ich meine, wenn sie dann mit Resisten arbeiten möchten, ist okay. Man versucht ja die sechste Generation jetzt an Star Wars heranzubringen. Ich meine, ich werde schon, sobald zu kaufen gibt, auch Datenträger mir die Sachen kaufen und damit angucken. Ja, also ich habe halt so eine Videofilmsammlung, die mir Spaß macht. Diverse Figuren, schön und gut, aber die stauben meistens voll. Und wenn, müssen es Eyecatcher sein, also ab 30 cm höher oder Sideshow oder Hot Toys. Nur das sind Preise fern, mal eben 200, 300 oder 1000 Euro, ist zwar alles schön und gut, aber wir wissen, wenn da was dran kommt, dann ist wirklich Holland in Not. Und ich kaufe keine Figuren, die ich dann in einen Safe packe. Ja, ich habe viele Figuren hier gehabt, die plötzlich jetzt 300, 400, 500 Euro wert sind. Schön und gut. Aber die hätte ich ja dann nie zeigen können und die hätte ich immer verstecken müssen. Und warum die jetzt im Preis explodiert sind, weiß ich nicht. Sahen dementsprechend gar nicht aus. Der Falke, den es mal für 50, 60 Euro gab, den großen, 1 Meter groß, da aus reinem Plastik, nichts. Da ging gar nichts, war nur Plastik, mehr nicht. Kostet jetzt, wie gesagt, knappe 300 Euro. Wir haben ihn für 75 Euro verkauft. Das war halt so und ja, ist so. Ich kann also nicht zurückkaufen, würde ich auch nicht wollen. Weil da ist nichts dran. Also der De Augustini passt schon zu meinem Alter, passt schon zu meinen Ideen und passt auch schon als Eye-Catching im Schaufenster. Na, dass ich den jetzt im Sommer da, viele Leute sagen, ey, du hast so, ja, sorry, das ist Sommer. Wir haben 8 Stunden Sonne. Wisst ihr, was die Sonne in den 8 Stunden mit den Figuren veranstaltet? Sie kochen heiß, sie verformen sich. Sage ich, das geht nicht. Ne? Weil ich habe ja viele Geschichten vorbereitet, wo die Kinder da in Augenhöhe da reinschauen können, so Sichtkästen, auch abends mit Beleuchtung. Und ja, im Moment, wie gesagt, nur reine Formsache da. Ich meine, ich schwitze auch hier, ist verdammt warm heute. Ich weiß gar nicht, wie viel Grad, muss ich mal gucken. 28 Grad, gefühlte 30 Grad. Ja, ist ja so. Ne? Und wir haben hier jetzt 28 Grad, das merkt man richtig. Und ja, ist ein bisschen heavy. So, Star Wars, wie gesagt, für jeden irgendwie anders. Ein waschechter Fanboy, wisst ihr ja, der ist dann auf, ne, der mag das nicht, der zerreißt alles. Und die Normalen sind halt normal. Ich freue mich auf die Normalen. Also wie gesagt, ich kann jetzt keine Filme drehen in Nürnberg, klappt nicht, sage ich jetzt schon mal auf dem Wege. Bedanke mich total und recht herzlich für die Anfrage. Hätte natürlich auch Lust, mal einen Film zu drehen, aber die einen sind schon seit 10 Jahren am Drehen, um daraus einen Spielfilm zu machen. Dann wisst ihr mal Bescheid, wie lange ich brauchen würde bei der Resonanz, die ich hier habe, nämlich gleich null. Wie viel, ja genau, müsste ich 30, 40 Jahre und dann, wenn ich gerade den Schalter umlege, um ins Nirvana zu gehen, könnt ihr dann einen Film sehen. Aber wenn, dann würde ich meinen eigenen
sehen wollen. Also in dem Sinne, macht's gut. Du warst Star Wars Fan, ich auch. Willkommen zur neuen Sendung. Du warst ein Fan von Star Wars, ich auch. Natürlich sind wir heute noch begeistert. Es geht darum, wir, die seit 41 Jahren dabei sind, die wirklich wussten, was los war, die zuerst den 1133 oder zuerst den American Graffiti gesehen haben. Hallo. Grüße, hallo. Nein, wirklich, auch wenn ich bin euphorisch, weil ich jetzt sehr viele Setbilder gesehen habe von Episode 9, wie die am Arbeiten sind. Ja? Die neue Haarfrisur von Herrn Bodega, also Finn mit seiner grausigen Haarfrisur, die da, wie gesagt, in einem gewissen Gelände rumrennen, machen, tun. Der Ton war ja nicht dabei. Viele haben ja diese Bilder schon gesehen. Man hat auch schon so eine Auswirkung vom Falken gesehen. Diskutiert werden soll jetzt nicht darüber, man soll sich, und darum geht es jetzt, du warst Fan, ich auch, weil in den 70er Jahren konnte man sich treffen, in den 70er Jahren konnte man sich unterhalten, man musste auch sehr lange warten, bis man die nächste Folge gesehen hat. Es war so fast 9 Jahre, bis man dann alles 3 zusammen hatte. In den 9 Dreien konnte man euphorisch sein, etc. Wir waren, wie gesagt, Filmstudenten, Filmmacher und haben uns natürlich darauf konzentriert, auch auf andere, ist ja klar. Es liefen ja auch noch ganz andere Filme. Kampfstern Galactica war auch eine Sensation mit den ganzen Ketten in dem Kino, wie alles am Rappeln war, wenn der abgeschossen wurde. Also in der Zeit von Captain Kirk 1966 bis hin 1979, wo dann Enterprise so langsam niederging und dann Star Wars Krieg der Sterne nach oben fuhr und dann heute noch am Zenit ist. So, gefolgt von Star Trek, die sich jetzt Tracker nennen. Wie gesagt, Resistance, das ist halt eine Ableitung. Ja, du warst Fan, ich auch, weil wir haben ja jetzt unser Alter und wir sind jetzt halt begeistert, aber kein Fan. Die Fanentwicklung war ja an sich, wir in den 70ern hatten ja eine Pappe und mit dieser Pappe, die konnten wir einlösen, haben wir dann eine Figur bekommen, weil die Firma Kenner das ja gar nicht so schnell liefern konnte. So, 1979, da war ja alles schon eingestielt, da war auch alles schon einigermaßen auf den Weg gebracht und da konnte man halt in der Spielwarenabteilung seine Star Wars Sachen kaufen. So, und wie gesagt, wir waren um die 24 Jugendliche, ja, so jung waren wir nicht, wir waren schon etwas älter, um die 18, 20, 25 und haben halt wegen diesem Film, wegen dieser Filmgeschichte uns dann begeistert darüber unterhalten, wie wir das dann alles so gesehen haben, wie das alles ausgeschaut hat. Wir haben natürlich versucht, auch irgendwie so, ihr merkt, wir sind eher Filmfans, keine Figurenfans, Star Wars Filmfans. Ja? Deswegen Set, deswegen mag ich Setbilder. Auch bei Han Solo fand ich toll, die Setbilder, wie man das Auto gesehen hat, woraus nachher der Flieger wurde. Also wenn man halt den Ursprung sieht, ja, so irgendwelche Baugerüste, die nachher zu Wolkenkratzer werden. Also ist schon eine schöne Geschichte, das Ganze. So, wie gesagt, wir haben jetzt Poe Dameron und den Finn und diverse andere und auch schon die gesetzten Pferde, die nachher irgendwie anders aussehen werden im CGI, vermutbar. Ich glaube nicht, dass sie so mit solchen Pferden, mit Fellen da irgendwie rumreiten werden. Aber egal. Wie gesagt, die Setbilder zeigen, dass, wie gesagt, an Star Wars gearbeitet wird. Die sind jetzt wirklich 24 Tage, wenn man das so sieht, in 4 Monaten. Und den Rest vom August ist schon Weihnachten, aber es kommt kein Film. Es kommt kein Film ins Kino, sondern genau 365 Tage später. Also fast über 400 Tage müssen wir noch warten. So, über 400 Tage müssen wir noch warten, bis dieser E9 dann ins Kino kommt. Und ob der dann das tolle Feeling zurückholt wie Erwachen der Macht, weil Erwachen der Macht war 30 Jahre nach E6, ja, so, und jetzt laut Aussage sind sie 7 Jahre nach E8 und es soll keine Rebellion mehr stattfinden, sind geschächtet, also sie geschwächt. Man hat 7 Monate vor E7 jetzt diese Resistance angesetzt, dass sie da die Order und das alles, deswegen ist Poe Dameron dabei, deswegen ist General Leia dabei als Organa, an sich müsste die Solo heißen, aber egal. Wir als Fans,
der 70er Jahre. Wir, die halt die Entwicklung aus Amerika so durch das Filmstudium mitbekommen haben, dass da jemand ist, ja, der hat zwar Anthropologie studiert, wir haben alles Mögliche studiert, das war früher halt so. Und heute kann man ja Zielsetzungen machen, man kann ja thematisieren. Das geht ja oder ging damals nicht. Ihr müsst uns auch mal ein bisschen in Schutz nehmen. Ja, wir sind jetzt 41 Jahre Star Wars Fans, begeistert. Wir sind jetzt nur noch und wir freuen uns auch. Die Euphorie des Ganzen ist ein bisschen ist weg. So euphorisch. Ich bin zwar euphorisch, dass ich mich freue, dass ich überhaupt dabei sein, also begleiten, also dabei sein durfte ich ja, aber da war LucasArts. LucasArts gibt es jetzt auch nicht. BioWare gibt es zwar im Bereich des Wort, also des Computerspiels. Die sogenannten Sequenzen sind ja wirklich wunderbar, schon bis zu 4K animiert. Das ist ja eine tolle Geschichte. Aber BioWare gibt jetzt nicht so viel Geld aus, um daraus vielleicht einen Spielfilm zu machen. Ich bedanke mich total und recht herzlich für die, die sich wirklich Zeit genommen haben, bei Battlefront die besten Szenen so zusammenzuschneiden, dass da 1 bis 2 Stunden Filmmaterial sozusagen dabei herausgekommen ist. Das war eine tolle Geschichte. Und dann bedanke ich mich natürlich total und recht herzlich für die, die schon weit über 10 Jahre an ihren Projekten arbeiten. Ja, die arbeiten an ihren Projekten, um daraus einen Fanfilm zu machen. Ich finde es toll. Ja, nur die Eingefleischten, die dabei sind, sehen natürlich diesen Fanfilm, den wir vielleicht gar nie zu Gesicht bekommen, wenn wir Glück haben bei YouTube. Dann muss man sich natürlich auch bedanken bei YouTube, dass man da auch arbeiten kann und auch da eine Fanentwicklung erarbeiten kann. So einfach ist es nicht, besonders nicht, wenn man jetzt 41 Jahre vorangeschritten ist, als alt bezeichnet wird, mit 60 ist man alt und dann fragt man sich schon, soll ich mich jetzt wirklich begeistern für Resistance, Malakrobatik oder soll ich mich begeistern für Rebels, ja? So dieses stilistische. Hi. Einmal Skin, war doch richtig. Es macht so viel Spaß, mit Star Wars verbunden zu sein. Warum ich die Sendung mache, du warst Fan. Ich auch, weil, wie gesagt, dieses Fansein, womit man sich unterhält, gibt es nicht mehr. Heutzutage warst du drin, dann darfst du nur noch Ja sagen und dann musst du ruhig bleiben. Oder Nein sagen und musst ruhig bleiben, weil sonst der andere sich gespoilert fühlt. Und das ist Schwachsinn. An alle, die 1979, 89 geboren wurden, ihr mit eurem, naja, ich bin ein alter Mann und sag's euch, wir hatten früher die älteren Leute, die uns das dann, die Pixelväter, die halt Nintendo, Sega und wie alles so geheißen haben und die Brummkreisel, also die Elektronik, auf den Weg, die Game-Elektronik auf den Weg gebracht. Dieses Wochenende ist ja in Köln wieder die Game-Ausstellung bzw. die Game-Com. Und Herr Lindner redet darüber, Herr Söder redet darüber, die Politiker reden darüber. Ja, man will E-Sport damit einbeziehen. Irgendwann könnte man auch Star Wars in die Olympiade mit einbeziehen. Bla bla, Spaß muss sein. Wie gesagt, wir waren fette Fans, richtig fett, richtig viel Spaß. Wir haben uns unterhalten, da gab es das Wort Spoiler nicht. Der war bei uns am Kadett ziemlich fett dran. Oder wir haben da 320 PS reingedonnert, da brauchte man halt. So ein Spoiler, damit der Wagen unten blieb und ein paar Zollplatten, ne? Also Gewicht. So, und Star Wars mit Spoiler-Alarm, das ist totaler Schwachsinn, weil man soll sich ja unterhalten. Man soll ja ein Feedback haben. Ey, hast du schon gesehen? Na, hast du das Kostüm gesehen? Wie sah der denn aus? Das hätte ich gerne. Mann, da war klasse aus. Also wie wir damals, wie gesagt, das gesehen und dann haben wir auch die Sturmtruppen gesehen, haben wir auch gesagt, was war das? Dieses Plastikgedöne. Hat überhaupt keine Funktion. Es hat ja überhaupt keine Funktion. Ja, dieses Plastikgedöne ist ja gar nichts. Ja. Ich meine, ich finde es ja gut, wenn Finn sagt, ja, die toxischen Sachen werden da gefiltert. Ich weiß nicht, was da gefiltert werden soll, aber egal, die neuen Kostüme, da haben sich echt Mühe gegeben. Da sehen die Stormtrooper ja richtig gut aus in der neuen Ordnung. Die neue Ordnung, die Stormtrooper da sehen gut aus. Und ja, erste Ordnung, schön und gut. Wie gesagt, 30 Jahre nach dem Imperium, 7 Jahre jetzt nach E8. Die Setbilder haben also schon einige Aufschlüsse gegeben, wie die arbeiten werden, welche Sachen sie anhaben werden, dass sie auf einen langen Weg sich machen zu irgendjemandem hin, um da irgendwas
auf den Weg zu bringen. So, wie gesagt, es wird nur ein Teil wohl geben, keine zwei Teile. Kommt darauf an, wenn die so viel Lust und so viel Spaß haben, dass sie da 4 Stunden rausmachen. Hätte ich nichts gegen, dann können sie da von mir einen Zweiteiler machen. Werden sie nicht, weil die müssen ja auch an die Konkurrenz denken. Denn Avatar wird kommen am 2020. Ja, und bis 2025 werden wir Avatar-Sachen sehen. Und Avatar ist ja das Neue. Das macht das Neue sehen. Also wie gesagt, wir sind Filmemacher, ich bin Filmemacher und denke an Filme. Denke jetzt nicht an die Figürchen. Ich denke jetzt auch nicht daran. Ich habe ja ein bisschen Freude, deswegen bin ich auch heute ein bisschen euphorisch, weil ich ja Gott sei Dank Star Wars Fans habe, die vorbeikommen, um Sachen zu kaufen, auch ein bisschen zu philosophieren. Bin natürlich etwas traurig, dass wir den Stammtisch einstellen mussten, weil wie gesagt, die meisten ja zwar Vereine und sich mehr konzentrieren, damit Geld zu machen. Ja, die laufen da einfach mit einer Kutte rum, machen da einen auf Imperator und dann haben sie Geld und gut ist. Hat also mit dem Flair von Star Wars nichts zu tun. Und andere wollen unbedingt bei 501 Garde dabei sein, obwohl die 501 Garde auch gar nicht mehr so euphorisch beäugt wird, weil Disney macht es besser, Disney tanzt, ja, lässt sogar die Mickey Maus als Han Solo auftreten oder Donald Duck oder sogar Pluto auftreten als Chewbacca, natürlich auch die richtigen, das ist klar, die da in den Saws auftreten, auf den Bühnen zu sehen und so weiter und so fort. So, das Disney Resort wird hier jetzt auch immer mehr, das wird auch nächstes Jahr eröffnet. Alle, die Geld haben, die Geld über haben, können mit Star Wars natürlich in Augenhöhe, auch die, die 200 Millionen ausgegeben haben, für das Nachdrehen von E8. Sollte man nicht tun, weil E8 ist E8 und gut ist. Ja? Man sollte bei einem Regisseur bleiben. Bei einem Regisseur. Also ein Regisseur sollte jetzt George Lucas beerben und er sollte das dann machen und nicht natürlich viele Co-Regisseure. Ist ja in Ordnung, wenn Co-Regisseure mitarbeiten, war ja bei George Lucas persönlich auch. Er persönlich hat ja jetzt zwar Regie, aber es waren andere da, die die Monologe, Dialoge, Prologe verändert haben, die den Satzaufbau verändert haben, die die Struktur verändert haben, dann die Leute, die am CGI-Rechner gearbeitet haben, jahrelang. Ja, also ist halt so. Der erste Teil, da waren glaube ich über 180 Drehtage und der Rest 2 Jahre war dann an dem Computer, weil die erste Animation 1999 in diesem fetten CGI Light of Magic und was weiß ich nicht alles da, auch der Sound bearbeitet wurde, THX. Genau, heute fehlt das, dieses 21 Fox, bam, bam. Und dann dieses Einsteigen in das THX. Und dann kam Star Wars, so richtig rum. Ne? Heute ist alles stumm. Wenn wir Glück haben, da J.J. Abrams ja nun mal seinen Robot hat, Red Roboter, kommt der natürlich vorne. Und dann, oder aber wie beim ersten Erwachen der Macht, Pech schwarz, buff, stumm und dann war es da aus. Ja, müssen wir uns halt dran gewöhnen. Ich meine, der Flair ist weg, der Hype ist weg und deswegen, du warst Star Wars, du warst Fan, wir auch. 41 Jahre nun. Und jetzt leisere Töne, Resistance, wissen wir ja noch nicht. Ist ja nicht lang, 2 Monate ist es ja schon mal bei XD zu sehen. Am 13. Oktober bei XD kann man dann schon mal Resistance sehen. Und es kommen noch einige Trailer-Teaser bei YouTube über Resistance. Im Moment leider noch nicht verdeutscht, alles noch in Englisch. Ich weiß gar nicht, wer sich daran noch so erinnert, an die Destiny-Geschichten. Wer schaut die Destiny-Geschichten? Aber dadurch kommt man ja auch. Man weiß, warum Leia da an diese Sachen gekommen ist, wie Wicked ihr die Sachen besorgt hat. Ja? Und die Figuren kann man ja dann, wie gesagt, auch kaufen. Es gibt welche, die mögen die Wickeds. Das ist halt so. Ich will hoffen, dass die jetzt nicht wiederkommen. Also ich bin jetzt kein Fan davon. So JJ-Arbeit, also Jar Jar Binks-Arbeit,
sollte jetzt oder müsste jetzt auch nicht kommen. Ich meine, die gehen ja jetzt, die Schauspieler eröffnen sich und sagen, ey Leute, ah, das mit dem Hass, buh, das tut weh. Oder, ne, einige sind halt, oder haben sich zurückgezogen. Einige sind richtig gestrandet, von denen sieht man und hört man nichts mehr. Und die Altmeister, ja, die Altmeister sind halt verstorben. So, wir beginnen sozusagen 2019 mit einem ganz neuen Star Wars. Ja, Resistance leitet uns ein. Wir haben heute das Glück, dass wir den Solo kriegen, im September zu kaufen auf Datenträger. Dann haben wir, wie gesagt, wir haben an sich genug. Da kriegen wir Material genug. Wenn ich jetzt weiter forsche, sehe ich sicherlich. Also ich hatte vorgestern Setbilder bekommen, ich habe heute Morgen Setbilder bekommen. Also es wird ja schon gezeigt, dass da kräftig gearbeitet wird. Wie gesagt, ich hoffe, Star Wars macht euch weiterhin so viel Spaß. Du warst Star Wars Fan, ich auch. Ja, es geht wirklich an die Leute, die wirklich mit 1978 im Kino waren. 1828, die heute natürlich 48, 58, 68 sind. Heute. So, und somit 41 Jahre, aber alt. Mit 50, 60, 70 ist man alt. Und da muss man schon fragen, ob man da wirklich der New Generation ab 79, 89, 2000 geboren entgegentreten sollte für so ein Filmwerk, was George Lucas in den 60, 70er Jahren da sich ausgedacht während seines Studiums und dann mit 8 Millionen angefangen hat. Mit 8 Millionen Dollar, 14 Seiten und der Rest haben andere dann für ihn weitergesponnen, weitergemacht und daraus ist dann Star Wars entstanden. So, jetzt macht Disney das mit ganz weichen Zeichnungen, nicht so grobklötzig. Sind fließend. Und, ne, sind fließend. Wie gesagt, ich hatte ja schon auf der Timeline, habe sie ja schon rausgezogen. Die laufen ja jetzt hier gemütlich von unten nach oben. Und ihr seht ja, was ich meine, worüber ich spreche. Du warst Star Wars Fan, ich war es auch. So, ich freue mich, wie gesagt, auf Weihnachten. Geht jetzt, geht in die Läden. Geht in die Läden, da ist schon Spekulatius und Printen zu haben und andere leckere Sachen. Ich freue mich schon drauf, am Wochenende schon mal so ein bisschen da reinzubeißen. Ihr seht, ich habe wirklich fette, gute Laune. Ich meine, das Wetter ist auch okay, ist nicht zu warm. Ist jetzt der Winter, der Sommer, der geht jetzt auch ganz langsam. Würde mich freuen, wenn er bis Ende Oktober bleibt, der goldene Oktober. Wir sind ja jetzt Ende September, wird ja der Oktoberfest wieder gefeiert und so weiter. Ich kann die Schaufenster endlich wieder dekorieren. Und ja. Dadurch kommt ja auch dann wieder ein bisschen mehr Flair, weil die Sonne jetzt nicht so stark ist, dass sie diese Ware, die dann da im Schaufenster sich befindet, zerstört. Und deswegen, die Kunden sagten ja, ich kriege gar nichts mit, weil ich kann gar nicht so viel lesen, wie du da stehen hast. Ja, sorry, an sich steht ja nur, was wir hier an Dienstleistungen bieten. Ja, so und bald steht dann auch wieder dann Star Wars so zum Kaufen. So, ab 2019 hoffe ich, dass der D'Agostini Falke und natürlich der X-Wing dann im Schaufenster steht. Ja, wenn ich die nicht verkaufen kann, ist klar, weil die Preise sind viel zu hoch. Aber irgendwann werden die sicherlich irgendjemandem gegeben werden für eine gute Tat. Kriegen wir das schon hin. So, und jetzt verabschiede ich mich jetzt erstmal wieder. Du warst Fan, ich auch. Und hoffe, dass wir die Sendung im September so richtig klasse hinkriegen, weil so viele Informationen, die jetzt hier jeden Tag eintrudeln, macht das schon Spaß. Und deswegen habe ich ja hier wieder diesen sogenannten Live-Videoclip, der zwischendurch geschnitten wird, wenn ein Kunde ins Geschäft kommt. Ne? Also, wisst ihr Bescheid. Ja, für die, die es nicht verstanden haben, die Videoclips werden geschnitten, wenn ein Kunde reinkommt. Nur ein Kunde, der wirklich Lust hat, sitzt dann hier auf diesem Stuhl oder Sessel. Und macht dann mit. So, aber wie gesagt, hier ist überwiegend Star Wars freie Zone. Hier hat wirklich kaum einer Interesse, über Star Wars zu sinnen, zu sprechen oder sonstige Sachen, weil auch sehr viele dann unter diesem Spoiler, nee, habe ich noch nicht gesehen, kenne ich nicht. Wisst ihr, so macht Fansein keinen Spaß. Ja? Die sogenannten Fan-Nerds, die machen, was die wollen. Hi, grüß dich, hast ja gar nicht angerufen heute hier. Hey Mann, du hast aber großes Glück hier. Ja.
Zum ersten Mal muss ich richtig lächeln. So viel Fanpost hat es ja auch lange nicht gegeben. Wir beantworten zum ersten Mal 100 Anfragen wegen der Sendung Du warst Fan, ich auch. Sie haben alle ihr Alter. Ja, also einer ist hier, glaube ich, 70, ja. Der ist 70, aber okay. Also du warst Star Wars Fan, ich auch. Und zum ersten Mal, wie gesagt, verteilen wir das. Hat Geld gekostet, ne? 70 Euro nur für Briefmarken. Egal, wird gemacht, weil es uns auch Spaß macht, über Star Wars zu reden. Also, 79 etc., wir wissen mittlerweile die obligatorischen 14 Seiten, dann die Idee, 8 Millionen umgesetzt etc. pp. So, jetzt kommt's. 1999, die Pre-Girls 1, 2 und 3, sind deswegen so gewesen, weil Hollywood ist nun mal so. Hollywood spricht sich ab. Wenn einer einen Wahnsinnskriegsfilm, Western, Sci-Fi oder Horror macht, dann bleibt das auf der, ist halt so. Die reiten dann auf dieser Welle da rum. Ja, jeder produziert und macht das. So, wie er dann da angefangen hat und wie gesagt, Caprica kam, also diese diversen Sci-Fi-Filme, Babylon und so im Film und das alles, ja, Kampfstern Galactica dazwischen, dann war noch ein bisschen mit Star Wars, Star Trek, da was gemacht worden. Also Star Wars hat sich durchgesetzt, Krieg der Sterne etc. pp. So, Hollywood. Also Sly, Stallone, Arnold Schwarzenegger, alle, egal wie die geheißen haben, sind irgendwann mal durch ihre Kinder auf so einen komischen Kindertrip. Das war wirklich so, könnt ihr auch nachlesen. Da waren die auf einem Kindertrip und haben dann, so wie Kennedy auf ihrem Western-Trip war, da mit Han Solo, was leider gefloppt ist. In unseren Augen ist es natürlich nicht gefloppt, weil Solo, der Film, ist einfach gigantisch und wir freuen uns wirklich, ihn bald in Händen zu halten und im Heimkino in 3D und so weiter und so fort zu sehen, nochmal einzusteigen und Spaß zu haben. Besonders in der Szene, wo Chewbacca und Han Solo Chewbaccas Sprache konnte und somit die beiden dann auf Lebenszeit Freunde wurden. So, das sind dann so schöne Geschichten, die da eingeflochten, eingearbeitet und uns erfreuen. So, Star Wars gehört uns nicht. Wir können begeistert sein, wir können Fans sein, aber es gehört uns nicht. Und deswegen bin ich auch kein Fanboy geworden, sondern involviert, gearbeitet, Handel betrieben und wie gesagt 100 Briefe rausgeschickt. Was im Inhalt dieser, es gibt nun mal welche, die nicht elektronisch, ist halt so. Man kann nicht überall E-Mails hinschicken, das ist halt brieftechnisch diesmal so gelaufen ist. Freut mich, wie gesagt, heute ist der 24.08.2018, 7 restliche Tage vom August, 4 Monate haben wir heute Heiligabend. Leider ist in dem Heiligabend-Dezember 2018 nichts im Kino, das Star Wars heißt. Aber dann, heute in 4 Monaten, auf Heiligabend, dann sind es noch 396 Tage, nein, 356 Tage, 356 Tage, bis dann Star Wars E9, Episode 9, ohne Namen. Jetzt momentan weiß ich gar nicht, ob es da schon einen Namen gibt oder nicht Namen gibt. Ich gehe mal gucken. Einen Arbeitstitel gibt es da noch nicht. Man sieht halt die Bilder. Ich lasse hier, wie gesagt, von unten nach oben hochfahren. Binde da auch ein bisschen was ein von Resistance. Und wie gesagt, wenn man genau eintaucht, wir als Filmemacher tauchen hin und wieder mal ein, nehmen uns die Szenen vor, nehmen uns die Bilder vor und stellen dann fest, das ist schon, ja, also Otto Bridget springt, duckt, nach vorne läuft oder jetzt hier Kinata, ein und dasselbe, die Sequenzen sind schon gleich, ob ich die jetzt computeranimationstechnisch ablaufen lasse oder zeichentricktechnisch ablaufen lasse. Zu meiner Zeit mussten immer Schablonen gemalt werden, geguckt werden, Schablonen gemalt und so weiter, abgelichtet, zur Seite legen, Schablone malen, gucken, ob es stimmt, ablichten, zur Seite legen, also war Mods Arbeit. So, und heute, wie gesagt, per Computer ist an sich die gleiche Arbeit, aber man hat hier die Maus in der Hand, klickt dann an und dann schauen wir mal. Ja, wie gesagt, es hat mich sehr gefreut, dass euch die Sendung gefällt. Ihr habt mich auch kontaktiert und wolltet wissen, du warst Fan, ich auch.
was diese Sendung ist. Diese Sendung ist an sich für die etwas Älteren, die halt mit 8, 18 und 28 1977, 1979 und danach im Kino waren wegen Star Wars. Es geht darum, dass wir wirklich früher, vor 41 Jahren, uns unterhalten haben. Nicht in die Kamera gesprochen, sondern wirklich in Vier-Augen-Gespräch. Wir haben uns getroffen. Wir haben schöne Nachmittage, schöne Abende, schöne Wochenende verbracht mit Star Wars in sich, mit den Figuren. Wir haben uns wirklich unterhalten. Wir haben uns über die Szenerie unterhalten, ob die uns gefallen hat. Wir haben uns über die Schnitte unterhalten, ob die überhaupt sauber waren, ob da irgendwelche Fehler zu sichten waren. Und all das hat viel Spaß gemacht. Darauf möchte ich hinaus. Du warst Fan, ich auch, weil wir da wirklich noch miteinander gesprochen haben. Jeder von uns hat irgendetwas gesehen. Schau mal, das ist ein Fehler. Schau mal, was ist das denn? Ja? Ist klar, bei einigen Filmen, nicht Star Wars, sondern bei einem anderen Filmen sieht man plötzlich, wie so ein Flugzeug daherfliegt. War schon ziemlich lustig. Oder eine Armbanduhr, wo ein Ritter keine Armbanduhr trägt. Diese Filmfehler gehen aber durch die Schnelligkeit des Bildes weg. Weil einige Bilder werden ja etwas reduziert und deswegen wird das verlangsamt. So, und bei Star Wars werden ja viele Trickmomente gesetzt, verlangsamt, schneller gemacht und so weiter und so fort. Wie gesagt, Star Wars reden, drüber philosophieren, miteinander Spaß haben, das macht Star Wars aus. Und das sollte Fan sein und nicht, wie teuer ist das, immer hast du das oder nicht. Egal, hat sich geändert. Die 79, 89 geboren, denken anders, handeln anders, ist halt so. Dieses Deutschland, was ich kenne, nach 1966 bis 1986, existiert für mich im Jahre 2018 nicht mehr. Es ist kein Deutschland, es ist keine BRD, es ist auch nicht Star Wars. Es ist nicht mehr das Star Wars mit diesem Hype, mit diesem Knallereffekt. Star Wars ist heute, ja, nein, vielleicht, mag ich nicht, oder irgendwie so, ein Hype ist es nicht. Wie du darüber denkst, freut es mich, sonst hätten wir jetzt nicht 100 Mal zurückgeschrieben. Also die Ältesten der Ältesten, die sind immer noch auf unserer Seite, das sind 100 Stück. 100 Stück, die verstanden haben, worum es geht bei Star Wars. Und das wird gleich weggeschickt. Es freut mich, dass er geschrieben hat. Also das ist eine einmalige Sache, meine lieben Freunde. Weil heute, wie gesagt, in 4 Monaten Heiligabend ist. Da habe ich mir gedacht, aus Spaß, am 24.08.2018 100 Sachen zu beantworten, die nicht e-mail-technisch unterwegs sind. Wieso, weshalb, warum wir Star Wars mögen, begeistert sind, solch eine Sendung machen, Leute einladen und so weiter und so fort. Ich will hoffen, die Antworten gefallen euch. Könnt ihr ja nicht, aber ihr müsst doch nicht zurückschreiben. Wenn ihr vorbeikommt, ist okay. Also bedanke mich total recht herzlich. Ich wünsche euch was. In 4 Monaten sehen wir uns richtig wieder auf Heiligabend. Mal gucken, was mir da einfällt. Bis dahin. Ciao, ciao, ihr Star Wars Loser. Dream, dream, foreplay.